Hallo zusammen. Heute gehen wir uns ein Batterielabor anschauen. Das Labor 2, da machen wir die elektrochemischen Experimente rein. Kommt mit. Ihr habt vielleicht unseren Batterie-Recycling-Prozess gesehen, wo wir unsere eigenen Lithium-Batterien rezyklieren und die ganzen Rohmaterialien wieder rausholen. Das Ganze haben wir hier in unserem Labor erforscht. Und das gehen wir heute anschauen. Kommt mit. Hoi, Olivier. Hoi, Martin. Kannst du uns zeigen, was du hier im Labor machst? Ja, sicher. Also, da machen wir allgemeine Untersuchungen über allgemeine Batterien. Also nicht nur unsere. Unsere haben wir jetzt herausgefunden, wie es funktionieren tut. Jetzt ist die Anfrage aber gestiegen. Und darum haben wir hier eine Demontage. Also da können wir andere Batterietypen über, also andere Chemien, aber auch andere Formen, Pouchzellen, prismatische Zellen. Und da müssen wir sie demontieren. Dann kommt da die Entladung, wo der Junus zuständig ist, dass sie die richtige Spannung hat. Und da nehmen wir die dann auseinander und schauen, ob die Trennung mit dem Wasser auch funktionieren tut. Weil jede Batterie wird ein bisschen anders gebaut bei der Produktion. Und dann werden andere Chemien benutzt und dann schauen wir, ob das funktioniert mit dem Wasser. Und am Schluss, wenn es funktioniert, können wir all die Batterien auf der Maschine, die du konzipiert hast, mit der Firma Wildhaupt zusammen, können wir all die Batterien da rezyklieren? Ja und nein. Also technisch könnten wir es, also der Ablauf und Wickelprozess, aber wir müssen gleich da die Maschine anpassen, je nach Form, Größe. Ob die Batterie muss stehen oder liegen, sind dann Anpassungen. Aber die Machbarkeit, ja. Also da geht es hier im ersten Schritt darum, Machbarkeit herauszufinden, ist mit verschiedenen Chemien machbar. Und die sind auch verschiedene Batterietypen von verschiedenen Herstellern auf die gleiche Art, die du herausgefunden hast, zerlegbar. Genau das machen wir. Ich wünsche mir, mehr von dir zu hören und mehr von dem zu erfahren, was du da im Detail untersuchst. Ich glaube, das kommt dann einmal in einer späteren Sendung. Sehr gerne. Gut, top. Danke. Tschüss zusammen.